Willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir kämpfen gegen den Gabelschwanz. Auf die Flügel. Okay, dann folgen wir ihm mal. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig. Eskel dürfte noch irgendwo hinter uns sein. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr. Okay. Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er ist kann für einen Scheiß redet. Was ist das für ein Lied? Ein altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Ja. Nur an das blöde Lied. Sonst an nichts. Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl seinen Flügel gebrochen. Oha. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ist wohl in sein Versteck geflohen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. So, wo bist du? Tut mir leid, Gabelschwanz. Ja, Wolfshandschuhe. Ja. Her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Jen dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Nein, tut es nicht. Ich vertraue ihr. Und da heißt es, Leute lernen aus ihren Fehlern. Wie bitte? Nichts, nichts. Hast du was gegen Jen? Ha? 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 Stört dich was an Jen? Na los, hab Mumm und sag's mir gerade heraus. Hab du Mumm und gib zu, dass sie dich reingelegt hat. Oft genug. Das war einmal. Sie hat sich geändert. Klar. Na gut, vergiss es. Gehen wir. Ich will nicht wie ein Pantoffelheld wirken. Gibt's hier sonst noch was zu holen? Ich habe keine Fackel ausgerüstet. Wo gibt's denn sowas? So. Liegt hier zufällig noch irgendwas vom Wolfsschema rum? Wahrscheinlich nicht. Aber die Handschuhe haben wir schon mal. Yay. Die waren hier drin. Irgendwo konnte man doch abbiegen. Okay, ist auch nichts. Wahrscheinlich gibt's nichts mehr, aber... Hier ging's noch irgendwo hin. Oh, die arme Ziege. War das überhaupt eine Ziege? Keine Ahnung. Und zurück geht's zur Burg. Hey, was hältst du von einem kleinen Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist? Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Ja, von mir aus, aber du wirst gewinnen. Ich bin gerade nicht für Rennen eine aufgelegt. Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht?
Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Ich kann nicht mal den Weg. Ist so unfair. Oh shit, Plötze, was machst du? Habt ihr das gerade gesehen? Ha. Plötze hat einen Special Move drauf. Aber gut, bisher geht der Weg ja eh noch. So weit ist's nicht mehr. So, gewonnen. Endlich. Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Ja. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin, aber ein verdammt guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Ist nicht nötig, wenn du drauf bestehst, natürlich. Wenn du darauf bestehst? Hier, nutze es weise. Zweihundert Erfahrungspunkte, das ist cool. Bergstiefel, danke schön, Eskel. Sehr nice. Gift der Erhängten haben wir bekommen von ihm. Und Quest abgeschlossen. So, Plötze, geh du dich mal ein bisschen amüsieren an der Tränke. Yay, Stufe 24. Cool. Ich habe übrigens, glaube ich, hier schon die... Habe ich sie nicht mit? Ich dachte, ich hätte sie mit. Nö, anscheinend habe ich sie doch liegen lassen. Ich habe nur noch eine neue Armbrust eigentlich irgendwo rumliegen für Stufe 24. Ach, wir könnten eigentlich gleich mal hier einen Charakterpunkt vergeben. Ich habe gelesen, ab Stufe 29 wird erst das nächste freigeschalten. Also, dass wir noch mehr reinstopfen können. Und ich mache jetzt hier Erfrischung. Weil, wenn wir Trank nehmen, stellt es 20% der maximalen Vitalität wieder her und die Wirkungsdauer der Tränke wird natürlich erhöht. Und das finde ich ganz cool. So. Nice. Und jetzt verbringe einen lauschigen Abend mit den anderen Hexern. Das mache ich doch gerne. Ich hoffe, wir kriegen ein paar Geschichten erzählt und vielleicht kann ja Yennefer auch mal wieder ein bisschen entspannen. Die ist ziemlich angestrengt, weil sie natürlich unbedingt Ciri finden will. Ciri ist für sie wahrscheinlich genauso wichtig wie für uns. Also würde ich sie jetzt nicht verurteilen. Nur weil sie gestresst ist. Aber gut, die anderen Hexer. Natürlich kann sie ja meinen auf den Geist gehen, das ist klar. Also sie ist hier schon eine Oberzicke. Wer sowas nicht abkann, der hat wahrscheinlich Triss gewählt. Aber ich kann halt nicht helfen. Mein Herz schlägt für Yennefer. So, hier habe ich die Armbrust im Lager. Für Stufe 24. Yay, mit 170% Angriffskraft, was voll cool ist. Die rüsten wir dann gleich. Hoppla, das mache ich andauernd irgendwie. Und die rüsten wir gleich aus. So. Dann sind wir jetzt wieder top dabei. Alle herhören. Alles ist bereit. Wir können anfangen. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eskel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's.
Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Das ist nicht sicher, oder? Dachte ich mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Povis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Oma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Ja, den Versuch ist's wert. Armer kleiner Oma, hoffentlich tut das nicht weh. Wesemir ist auf seine alten Tage etwas mürrisch geworden. Das war noch gar nichts. Du hättest ihn letzten Winter erleben sollen, als Lambert ihm vorschlug, Kaer Morhen endlich zu verlassen. Was ist so toll an diesen alten Ruinen? Feuchte Mauern, undichte Dächer und im Winter ist es ein einziger verdammter Eisklotz. Wesemir hat kein Wort gesagt. Stand da, griff sein Schwert und schlug auf seinem Weg nach draußen die Tür ein. Kam erst nach einem Monat wieder. Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Wesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Oder ein zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Macht, was ihr wollt. Aber wartet noch kurz. Geralt und ich müssen reden. Oho, das klingt ernst. Komm, Lambert. Bis gleich, Geralt. Oh, oh, jetzt wird sie uns schimpfen, oder? Irgendwas nicht in Ordnung? Nichts. Ich wollte dich für mich alleine. Ohne, dass die anderen merken, was wir machen. Und was machen wir? Uns nach oben schleichen und uns lieben. Oh, du nimmst kein Blatt vor den Mund. Ich bin zu alt, um die schüchterne Braut zu spielen. Es sei denn, du fragst artig. Gehen wir? Du kannst später zu den anderen. In einer Stunde. Oder zwei. Werd bitte nicht wütend, aber ich will jetzt unbedingt taufen. Oder drei. Ich werde dich daran erinnern. Sind wir schon fertig oder fangen wir an? Oh, wir fangen an. Sieh einer an. Turteltauben im Anflug. Habt ihr euch amüsiert? Du hast die Antwort doch gehört, Lambert. Außerdem geht's uns nichts an. Yen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel.
Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Was hast du getrieben, Lambert? Hattest du interessante Aufträge, bevor du dich auf die Suche nach Carradine gemacht hast? Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich herausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Du hättest den Troll verschonen können. Ja, aber er ist ja ein Hexer, oder? Und das, damit verdient er sein Geld. Pragmatisch wie immer. Du könntest dir von Lamberts Tunlichkeit eine Scheibe abschneiden. Ideen wie gleiches Recht für Trolle vergessen und dich von der Armut fernhalten. Ich wusste, die Zauberin würde es so sehen wie ich. Wohin hat es dich verschlagen, Eske? Nach Aldersberg. Hab einen höheren Vampir gejagt. Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und wählerisch. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus. So wie ich. Deine Fantasien interessieren keinen, Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend hatte ich bei Frauen noch nie. Und, hast du ihn erwischt? Was ist aus dem Vampir geworden? Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Wow. Na gut, dann erzähl ich mal. Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Fick dich, ich habe gerade von Uma gesprochen. Triss kommt schon klar. Ich weiß nicht. Normalerweise, also das war jetzt mein Bauchgefühl. Weil er uns immer nur anstänkert. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das ein bisschen zu impulsiv. Wir haben über Uma gesprochen, oder? Die Nacht ist noch jung. Wir haben genug Zeit, über alles zu reden. Lambert, nicht witzig. Gut. Sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann. Yen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Achte auf deine Manieren, Lambert. Hast du gehört, was diese... Ich sag's dir nicht nochmal. Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe.
Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut, aber wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Bleibt nicht so lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Wollte nicht hören, oder? Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samuvila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Also diese Samovila. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Kannst du endlich Jen aus dem Spiel lassen? Ja, sobald ich ihr vertraue. Du würdest für sie durchs Feuer gehen. Aber sie spielt mit dir wie mit einer Fiedel die ganze Zeit. Hör zu, ihr gottverdammten Beziehungsexperten. Keiner von euch war je mit einer Zauberin zusammen. Aus gutem Grund. Gut, lassen wir unseren Hübschen, bevor er sauer wird. Er hat schon diesen beleidigten Blick. Nicht auszuhalten. Trink, Geralt. Auf dich und Jen. Und wenn sie nicht gestorben sind... Ist er kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern. Nicht für uns. Ist gut. Ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor's kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eskel.
Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage.